Bausch. Hallo, Herr Professor Michai. Hallo. Wir als Ärzte kennen das. Man fühlt sich pudelwohl und einen Moment später ist man angeschlagen. Ja, wir kennen das vom Herzinfarkt, vom Schlaganfall, also von akuten Gefäßverschlussereignissen. Im Auge gibt es natürlich auch Gefäße und ist so ein Gefäß verschlossen, kommt es zu einer dramatischen Sehminderung. Es ist natürlich nicht so gefährlich wie bei einem Schlaganfall. Es ist nicht lebensbedrohlich, aber es kann tatsächlich die Sehkraft beeinträchtigen. Naja, also ich finde das auch so oder so keine gute Aussicht. Apropos Aussicht, ich gehe jetzt mal in das Auge, um bessere Einsichten zu nehmen. Herr Professor Michai, im Falle eines Gefäßverschlusses im Auge, in dessen übergroßen Modell ich hier gerade Platz genommen habe, besteht ja nicht unbedingt Gefahr für das Leben, aber es besteht eine große Gefahr, dass wir eine Sinnesleistung verlieren, nämlich ein Auge, die Sehleistung verlieren. Was passiert, wenn sich eine Vene im Auge verschließt? Ganz richtig. Im Auge gibt es wie sonst auch im Körper Venen und Arterien, Blutader und Schlagader. Und wenn so eine Vene, so eine Blutader verstopft ist, kommt es zu einer Thrombose. Das kennt man ja vielleicht auch sonst von Beinthrombosen oder sonstigen Thrombosen. Da kommt es zu einem Verschluss. Das Blut kann nicht abfließen, sammelt sich dort und es kommt zu Blutungen in die Netzhaut hinein und es kommt auch zur Flüssigkeitsabsonderung. Das nennen wir einen retinalen Gefäßverschluss oder einen retinalen Venenverschluss, um genauer zu sein. Und als Folge dessen wird die Sehkraft schlechter. Man stirbt nicht, aber man sieht schlechter. Naja, ich finde schon, also das Sehen zu verlieren möglicherweise, das kann ja das dramatische Ende von so einer Erkrankung sein. Das ist ja schon auch eine gefährliche Situation. Und es ist ja auch insgesamt eine sehr akute und sehr dramatisch ablaufende Erkrankung, denke ich mal. Ja, je nachdem, welche Vene betroffen ist. Wenn es eine große Vene ist, ja klar, das kann sogar zur Erblindung führen und das ist ganz akut. Der Patient kommt dann akut in die Klinik und sucht augenärztliche Beratung. Wenn es eine kleine Vene ist, dann hat man auch eine Chance, so etwas nicht so genau oder nicht so schnell zu bemerken. Also es ist wie sonst im Leben, es kommt auch auf die Größe an. Wie merkt der Patient, dass er einen Verschluss der Vene hat? Er merkt über eine allmähliche, über wenige Stunden oder Tage ablaufende Sehminderung. Und je nachdem, welches Gefäß betroffen ist oder wie stark eben diese Vene verschlossen ist, ob sie komplett verschlossen ist oder nur teilweise verschlossen ist, zu einem Sehverlust. Das heißt, die Sehschärfe nimmt ab. Und vor allem, wenn die Makula betroffen ist, also die Mitte der Netzhaut betroffen ist, dann bekommt er auch ein Ödem, also ein Verzerrtsehen wäre sozusagen okay. Die Folge des Verschlusses. So, ich muss mal raus aus diesem Auge, sonst sehe ich schwarz für meine Gefäße, Herr Professor. Ja, also ich denke, Menschen, die so einen retinalen Gefäßverschluss erleiden, also die merken das, das ist ein akutes Ereignis und die kommen schnell zu Ihnen oder zu Ihren Kollegen. Was machen Sie in diesem Moment? In der akuten Situation kann man eine Blutverdünnungstherapie machen, insbesondere wenn der Patient ein dickflüssiges, in Anführungsstrichen, dickflüssiges Blut hat. Ja. Aber in der akuten Phase kann man nicht sehr viel mehr machen. Ist es als Folge dieses Gefäßverschlusses zu einem Makulaödem gekommen, kann man natürlich durch Medikamenten helfen. Ja. Medikamenten, die wir natürlich an Ort des Geschehens in das Auge bringen müssen. Ja. Möglichst nah ran. An den Verursacher des Ödems, denke ich mal. An die Gefäße. Also eine Art Dichtmittel, um das mal so ein bisschen ingenieurwissenschaftlich zu beschreiben, das Sie in das Auge bringen, damit die schadhaften, kranken Gefäße sich wieder abdichten, die Flüssigkeit resorbiert wird, also wegkommt und die Sehleistung wieder zunehmen kann. Genau. So kann man sich das vorstellen und wir haben ja entdeckt, dass ein bestimmter Faktor eben für diese Undichtigkeit verantwortlich ist, ein VEGF. Und das Medikament hemmt diesen VEGF, also es sind VEGF-Blocker. Und das führt dann eben dazu, dass die Gefäße wieder dicht werden, keine Flüssigkeit austritt und die Sehkraft dann wieder zurückkommt. Kann es wieder so gut werden, wie es vorher war? Ja, das ist häufig möglich, nicht immer. Es kommt immer darauf an, wie groß oder wie schwer dieser Verschluss war. Aber ich habe viele Patienten, die tatsächlich nach so einer Behandlung auch so gut sehen können wie früher.
Der einzige Haken, es kann sein, beziehungsweise es ist sehr, sehr häufig so, dass wir diese Injektionen, diese Spritzen wiederholen müssen. Also eine Injektion, mit einer Injektion ist es nicht getan. Wie kann ich vorbeugen, dass mir sowas gar nicht passiert? Eine gesunde Lebensweise, so wie bei vielen Gefäßerkrankungen oder Risikofaktoren, eine gefäße Lebensweise im weitesten Sinne des Wortes. Es ist wie immer. Gesund leben heißt dann nur Tofu essen und kein Bier trinken und nur grünen Tee. Das wäre übertrieben, aber wie bei allen Gefäßerkrankungen oder bei allen Gefäßrisikofaktoren ist es natürlich förderlich, wenn man eine mediterrane Kost zu sich nimmt, wenn man sich gesund verhält, Sport betreibt. Man muss ja nicht unbedingt die Sportart machen, die man einem weniger gefällt, sondern vielleicht etwas, was einem auch Spaß macht. Also ist Fernsehgucken beispielsweise Sport fürs Auge? Ja, verhindert aber nicht den retinalen Venenverschluss. Wenn Schade. Sie den retinalen Venenverschluss, lieber Joe Bausch, verhindern wollen, müssen Sie tatsächlich doch lieber joggen gehen. Ich dachte so, Training fürs Auge ist auch Filme gucken, Fernseh gucken und so weiter, so auf und zu und gucken und weit oder so, ist nicht so? Leider nicht. Schade.